Hallo zusammen und hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Heute habe ich mir vorgenommen, etwas besonders Schönes fertig zu machen. Ich habe mir zu Weihnachten diese wunderschöne Märklin oder Primex 01 gegönnt. Das ist Primex 3193. In analog habe ich für einen guten Preis bei den Kleinanzeigen ersteigert. Oder nicht ersteigert, sondern mir zugelegt. Und ihr seht schon rein von dem Äußeren her, im optischen Zustand, einfach schon mal super klasse. Das hat mir schon mal gefallen. Hier nochmal der Tender. Auch hier keine Abbrüche, alles super sauber. Kam in der Originalverpackung, die ist zwar leicht beschädigt, aber okay. Das ist für mich nicht so wichtig. Hauptsache, die Lok ist nicht leicht beschädigt, ne? So, und jetzt schraube ich mal das Gehäuse ab. Um euch einfach auch noch mal kurz das Innenleben zu zeigen. Ja, ganz klassisch, analog mit dem elektromechanischen FRU, dem Fahrtrichtungsumschalter. Vorne noch eine Glühlampe drin und auch das Blech für den Rauchgenerator. Drehen oder fahren tut die Lok nicht mehr. Ich denke mal, die ist verharzt, da dreht sich gar nichts mehr. Deswegen will ich sie jetzt auch erst einmal, bevor es überhaupt richtig mit dem Umbau losgeht, auseinanderbauen. Und dann neu verdrahten und einen neuen HLA einbauen, sowie einen neuen Lokdecoder. Der Märklin MLD3 60972 wird es werden. Der Motor, der HLA, das ist ein Märklin mit der Bestellnummer E1888, der extra für solche alten Modelle konzipiert worden ist, weil die anderen HLAs passen hier ohne weiteres nicht drauf. Da hat Märklin diesen HLA extra für konzipiert. Ich glaube, der ist sogar für die ganz alten Dampfloks, lasst mich lügen, wie heißen sie, FM800. Ich kenne die ganz alten Bezeichnungen jetzt wirklich nur sehr, sehr rudimentär. Auf jeden Fall für die ganz alten Okolyten ist dieses HLA mal vorgesehen. Ja, aber davon mal ganz abgesehen, der Zustand sieht sehr zufriedenstellend aus. Sie wird neue Haftreifen bekommen und einen neuen Schleifer. Das ist so das übliche Standardprogramm, wenn ich ein älteres Modell erworben habe und dann umbaue. Ja, und dann wollen wir mal so ganz langsam, aber sicher loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß und Kurzweil beim Video zuschauen. Ja, und dann wollen wir doch mal anfangen und zerlegen erst einmal das Modell. Ihr seht, hier ist sogar noch ein Verkleidungsblech drumherum gelegt, um hier die Spule zu schützen. Hat auch einen optischen Grund, ja, weil die Führerstandsinneneinrichtung hat das Modell nicht, das gab es zu der Zeit noch nicht. Und diese Spule sticht dann optisch doch sehr ins Auge. Thank you.
gucken, ob der Schleifer passt, den ich gekauft habe. Ich fürchte fast nicht. Ich habe den falschen. Ja, hier kommt ein anderer Schleifer drunter. Ah, ja. Na gut, okay. Ich denke, ich lasse das erst einmal noch so. Vielleicht setze ich hier eine LED von Schönwitz ein. Ansonsten bleibt es erst einmal so, weil hier ist jetzt auch noch das Blech mit dran für den Raucheinsatz. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Werde ich auf jeden Fall auch so weit vorbereiten, dass man hier jederzeit später mal ohne Probleme einen Raucheinsatz nachrüsten kann. Gut, dann werden wir jetzt erst einmal noch die Haftreifen entfernen und dann wird das ganze Teil richtig gereinigt. Bis dahin erst einmal. So, noch ein kurzes Resümee, was ich bis gestern geschafft habe. Ihr seht es hier. Ich habe also das komplette Fahrwerk mit SR24 komplett gereinigt. Habe auch Vorläufer und Nachläufer nochmal demontiert und komplett sauber gemacht. Es sind neue Haftreifen draufgekommen und ich habe den Motor, den neuen HLA, schon mal eingebaut und auch schon mal die Entstördrosseln angelötet. Wir haben ja hier ein massives Metallgehäuse. Ja. So, und wenn ich jetzt das Fahrgestell bzw. das Gehäuse wieder auf das Fahrgestell setze, habe ich mir schon mal angeguckt, dass es hier in dem Bereich, wo ich hier jetzt zeige, recht eng wird. Und um hier jedwede Kurzschlüsse vorzubeugen, jedweden Kurzschluss vorzubeugen, habe ich hier etwas Isolierband draufgeklebt. Und um so jetzt zu verhindern, dass es auf gut Deutsch gesagt knallt. Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt werde ich den Decoder einbauen. Ich will auch den Rauchgenerator anschließen. Ihr seht hier vorne eine Befestigungsschraube. Hier sitzt normalerweise auch noch die Fassung mit drauf für die Glühlampe. Die Fassung habe ich jetzt mal rausgenommen. Und das Blech von dem für den Rauchsatz, das werde ich jetzt im Prinzip hier nochmal oben, wo mein Finger jetzt kreist, abkleben, Kupferband draufkleben, um dann hier entsprechend den Rauchgenerator separat schaltbar machen zu können. Soweit ich weiß, kommt hier ein Säute 10 rein. Oder Märklin, lass mich lügen, 7226. Korrekturen gerne über die Kommentare, falls ich mich geirrt haben sollte. Und das werde ich jetzt soweit mal alles vorbereiten. Und dann melde ich mich wieder. So, der Umbau ist abgeschlossen. Deine Testfahrt wurde auch schon gemacht und alles erstmal soweit gut. Ich möchte euch kurz zeigen, was ich jetzt im Einzelnen alles gemacht habe. Ihr seht hier das Resultat der Verdrahtung. Vorne habe ich eine LED mit einem 2,7K Vorwiderstand angeschlossen und mit Heißkleber fixiert. Hier ist auch ein Blech vorgesehen gewesen für die Verwendung des Raucheinsatzes.
Das habe ich im Prinzip mit Isolierband abgeklebt, habe dort Kupferfolie drauf gemacht, den AUX 1 angeschlossen, um hier gegebenenfalls den Raucheinsatz noch später mal nachrüsten zu können und dann über die F1-Funktion vom Decoder schalten zu können. So, was haben wir noch? Tja, wie gesagt, Licht ist hier vorne angeschlossen, ganz normal, klassisch. Dann haben wir Schleifer, Motor und Masse. Kabel habe ich ein bisschen zusammengeführt, durch einen Schrumpfschlauch geführt, der hier mit Sekundenkleber am Chassis fixiert ist. Und hier entsprechend angeschlossen Masse und Vorwärts-Rückwärtsfahrt. Ja, was habe ich noch gemacht? Das kann man vielleicht, ich muss es ein bisschen näher holen. Ich hoffe, man kann es dann besser erkennen. Hier unten ist die Befestigungsschraube für das Gestänge. Da habe ich noch ein zusätzliches Blech, so eine Massescheibe, so Massefeder untergeklebt, untergeschraubt und habe hier nochmal eine zusätzliche Massekabel, ein zusätzliches Massekabel angelötet. Habe das dann zusammengeführt und hier an den Massepunkt Motor angeschlossen. Ja, ansonsten muss ich sagen, der Zustand dieses Modells ist eigentlich exquisit. Ihr seht die Räder, die Laufflächen, da musste ich im Prinzip nichts machen. Ist alles picobello. Ich hatte das gestern alles komplett gereinigt, sauber gemacht. Ist tippitoppi. Sollte sich herausstellen, dass die Lok nicht so gut fährt und immer wieder mal aussetzt, besteht natürlich die Möglichkeit, einen Pufferspeicher einzusetzen. Den würde ich dann natürlich hier nochmal an die Platine löten und hinten in den Tender führen, den Pufferspeicher dann, ne? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt fertig. Ich baue jetzt das Gehäuse drauf. Und dann werden wir das schöne Modell mal auf die Reise schicken. Ja, und wie immer, wenn ein Umbau abgeschlossen ist, zeige ich euch gern immer noch ein paar Fahrszenen von dem schönen Modell im Einsatz. Ich habe sie jetzt vor einen Eilzug gespannt. Eine herrliche Zusammenstellung. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Erfreut euch an dem schönen Fahrgeräusch. Wie gesagt, es ist ein Lokdecoder und kein Sounddecoder eingebaut worden. Dazu ist das Getriebe dann doch einfach zu laut, aber mich stört es nicht. Ich bin mit diesem Modell super zufrieden. Und später wird auch nochmal ein Raucheinsatz nachgerüstet, den habe ich jetzt noch nicht. Aber vorbereitet ist das Modell auf jeden Fall. Viel Spaß beim Zuschauen.
Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal, euer Frank.